Guten Morgen, meine Lieben. Ich begrüße euch ganz herzlich aus dem Badezimmer. Nicht wundern, hinten, das ist Luisas Klo-Trainer. Das ist so eine Treppe, sage ich mal kurz. So. Das ist so eine Treppe, wo sie, also dieses Ding kann man so aufgefalten. Stellt man das da auf die Toilette, damit das Kind selbst raufklettern kann. So, nur damit ihr euch nicht wundert, was da hinten ist. Ha? Welche Maus? Von Peter. Ja, ich habe sie angesteckt, sie ist leer. Aha. Ja. Also, es ist. Brauchst du die Maus jetzt? Ne, du hast ja. Die Vlogge. Das ist ein Schlumpf. Ich arbeite auf der Baustelle. Also, wir haben irgendwas in der Früh, Uhrzeit. Der Kleine schläft noch, die zwei Mädels, also die zwei kleinen Mädels sind in den Kindergarten, der Papa vorhin hingefahren und ich nutze jetzt die Zeit, wo der Kleine noch schläft, um meine Haare zu frisieren. Ich wache jeden Morgen auf, als hätte mir der Papa in der Nacht eine Dauerwelle verpasst. Keine Ahnung, ich schaue immer so aus in der Früh. Und ich werde mich ein bisschen schminken. Heute habe ich Frauenarzttermin, also das ist mein allererster Frauenarzttermin nach der Geburt. Und wenn alles passt, lasse ich mir heute auch eine Kupferspirale einsetzen. Und ich bin ganz gespannt, ob das weh tut und sowas. Also ja, keine Ahnung. Ich kann euch ja dann berichten, wie es war und was es kostet. Ich weiß gar nicht mehr, was kostet denn das? Irgendwas mit 300 Euro oder so, muss ich auch mitnehmen. Muss nur mal beim Frauenarzt anrufen. Hab nämlich den Zettel verloren, wo ich das draufgeschrieben habe. Welche Uhrzeit der Termin ist. Ich weiß, dass er irgendwann am Nachmittag ist, aber ich habe auch das komplette, vergessen. Und ja, ich würde sagen, viel Spaß mit unserem Vlog heute. Und ich weiß nicht, was ich noch dazu sagen soll. Deswegen werde ich jetzt gleich mich um meine Haare kümmern. She like my baby mama, know how to take care of me. Get my baby problems, you gon' regret everything. So I let her know, gotta let her know. Came through the front door, I'll be ready for. So, wie ihr sehen könnt, Haare glatt. Und jetzt werde ich mich ein bisschen schminken. Das werde ich jetzt aber ganz schnell machen, weil der Kleine ist wach. Und deswegen bis gleich. So, und fertig mit meinem Make-up. Gut, ich bin jetzt fertig gemacht. Ich werde mir jetzt schnell einen Kaffee machen und dann zu meinem kleinen Buben ins Wohnzimmer gehen, weil er liegt jetzt im Nestchen und wartet auf mich, dass ich zu ihm komme. Und ihr hört schon, er ist ungeduldig. Also, let's go. Ja, meine Lieben, ich habe ihn jetzt wieder beruhigt, den Kleinen. Ich habe ihn jetzt ein bisschen angelegt. Jetzt ist er wieder eingeschlafen. Und jetzt werde ich meinen Kaffee trinken, der wahrscheinlich schon kalt ist. Mein Kaffee, der ist noch voll, also ich habe dann einmal runtergetrunken, glaube ich. Der ist jetzt schön kalt. Man sagt ja, kalter Kaffee macht schön, ne? Sagt man ja. Oh, Baby. Er ist wirklich ein ganz, ganz, ganz braves Baby. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Ja, er ist einfach ein ganz normales Baby, er braucht Nähe, er lässt sich jetzt nicht ablegen oder so, also es gibt natürlich Momente, wo ich ihn mal kurz ablegen kann, aber ich darf dann jetzt dann den Raum nicht verlassen, das heißt, ich kann ihn manchmal hier ins Nestchen ablegen und kann dann zum Beispiel mal kurz in die Küche gehen oder mir ein Brot machen oder was schnell was holen oder mal auf Toilette gehen oder sonst irgendwas, das geht natürlich, aber sonst braucht er ganz viel Mama. Ist aber trotzdem sehr ruhig. Also er hat Gott sei Dank keine Bauchschmerzen. Es gibt natürlich so Tage, wo der Bauch zwickt. Da rattert, da hört man es rattern in der Windel oder so. Aber es gibt Gott sei Dank nicht diese Brüllattacken, Schreiattacken. Das haben wir Gott sei Dank nicht. Und in der Nacht, muss ich ganz ehrlich sagen, also so um 10 Uhr schläft er dann ein. Und er wacht vielleicht 2-3 Mal auf in der Nacht
zum Trinken. Und das war, also ich kann ihn dann einfach, kann einfach liegen bleiben und ihn anlegen und einfach weiter schlafen. Also da bin ich Gott sei Dank immer wieder gesegnet gewesen, weil es ja bei allen Kindern so, ja, zum Glück. Also Klopf auf Holz, dass es so bleibt. Und ja. Wir sind jetzt mittlerweile kurz in der Küche. Der Papa will Staubsaugen und der Kleine ist hier in seinem Stocke-Tripp-Trapp. Und ich werde jetzt den Brotteig endlich zubereiten, den ich gestern angefangen habe. Ich habe voll drauf vergessen eigentlich. Achso, du hast ihn gelassen, dass nee. Er so lange wächst? Nein, ich habe vergessen. Ich habe gestern seinen Brotteig, aber es macht ja nichts. Geholt, weil ich werde das Brot im Topf backen. So, Brot nochmal schön machen. Ich zeige euch mal, wie das ausschaut. So habe ich da jetzt ein paar, also so zwei Dinger reingeschnitten und jetzt Topf. Und jetzt hebe ich das da rein. So schaut das Brot jetzt aus, hat sich ein bisschen hier verzogen. Macht nichts, ich brauche jetzt noch einen Deckel. Und jetzt muss es in den kalten Ofen, das brüht. So, und die Schüssel kommt jetzt auch noch dazu, damit das Brot kross ist. Währenddessen hat er diese Körbe reingemacht in diesen Schrank. Den muss ich euch eh mal zeigen. Das war mal nämlich unser Klamottenschrank, also unser Jackenschrank. Aber jetzt haben wir den umfunktioniert in unseren Hühlerschrank. Ja, der Hühler hat mehr Platz im Schrank als ich in meinem Schrank. Stimmt doch gar nicht. Oh ja, sonst nur BHs und keine Lüge, Ahnung. Lüge. In einer Ecke habe ich drei Socken und einen Unterhose, sonst nichts. Genau. Auf jeden Fall werde ich dazu mal ein Video machen, was ich da alles, also für Instagram, aber. Also falls ihr uns auf unserem Hühler-Account noch nicht folgt, ich werde es euch mal hier reinposten. Da kommen nämlich immer so regelmäßig Videos, wie wir den nutzen. Vorher, nachher, dies, das und ja, hier haben wir dann unseren Hühler drin mit unseren ganzen Schläuchen, extra Zubehör und so. Ja, deswegen macht der Papa das jetzt. Ja, ich bin jetzt ein bisschen so verwirrt durch den Wind und habe das Gefühl, als würde ich heute 3000 Sachen gleichzeitig machen. Hat aber nur den einen Grund, dass der Papa spontan jetzt entschieden hat, also es war jetzt ein Notfallentschluss. Er hat ja eine Tante in Rumänien, der geht es leider nicht gesund, also er geht es gesundheitlich nicht so gut und sie hat keine eigenen Kinder, das heißt, der einzige Bezug ist der Papa. Also sie hat auch nicht so wirklich den Kontakt zu anderen. Also der Papa hat ja noch zwei Brüder, aber da ist ja ein bisschen so, ja, nicht so der gute Kontakt, da war mal ein Streit und ja, die Kinder, die haben schon Kontakt, aber die sind jetzt halt nicht so gut miteinander, egal, wie auch immer. Der Papa muss nach Rumänien zu seiner Tante und deswegen mussten wir jetzt noch schnell schauen, wie das ausschaut mit dem Ausreisen. Jetzt in Corona ist jetzt nicht so einfach, ne? Er braucht jetzt so einen PCR-Test, haben wir jetzt rausgefunden. Und da habe ich jetzt einen Termin gemacht in einem Labor. So ein PCR-Test kostet 95 Euro. Also bei uns in Österreich kann man sich mittlerweile überall testen lassen. Also wenn man zum Beispiel zum Friseur möchte oder ins Tattoo-Studio oder was auch immer, muss man mit einem Schnelltest, also da muss man seinen Test vorweisen. Und der gilt aber nicht, der ist gratis und der gilt aber nicht, wenn man ausreisen möchte. Das heißt, man muss jetzt zu einem Labor fahren und dort das machen. Das kostet halt 100 Euro. Ja, das ist jetzt keine große Dramatik, dass das 100 Euro kostet. Also ist jetzt nicht so, also ist jetzt nicht so teuer, finde ich. Das ist okay, ne, wenn es ein Notfall ist und man muss ausreisen. Ja, dann braucht man das. Ist jetzt halt nur so, dass wir ein bisschen umplanen müssen, wie wir machen,
welche Termine wir haben, Arzttermine mit den Kindern, dies, das, weil das muss ja dann alles ich alleine machen. Ist auch kein Problem, schaffe ich. Aber ist halt natürlich ein Ding des Planens. So, ich muss jetzt den Kleinen kurz nehmen. Hallo, meine gute Mama. Gute Mama, magst du nicht mehr da liegen? Nein. Magst du nicht mehr liegen? Mein Tele. Eine Speckbacke. Mein kleines Blondchen. Manchmal schaue ich ihn an und denke mir so, bist du mein Kind? Dieses blonde, blauäugige Kind, bist du mein? Der Papa wird übrigens auch eine Kamera mitnehmen und dann ein bisschen mitbloggen und dann werden wir so uns abwechseln. Also er wird einen Tag bloggen, dann den nächsten ich. Dann habt ihr so einen Einblick. So, meine Lieben, jetzt sind wir unterwegs, wie ihr sehen könnt, zum Frauenarzt. Das ist unser erster Termin, Frauenarzt. Und wir sind also nur wir und der Kleine natürlich. Die anderen zwei Kleinen haben wir zu Hause gelassen, weil die zwei Großen heute eh Homeschooling hatten. Und sie sind eh zu Hause und Homeschooling ist schon vorbei. Das heißt, wir passen auf die zwei Kleinen auf. Weil beim Frauenarzt ist es so ein bisschen schwierig mit den allen Kindern. Ja, und danach fahren wir zu einem Labor, wo der Papa seinen PCR-Test machen lässt. Ja, und wenn alles gut geht und der Papa natürlich negativ ist, was wir stark vermuten. Ich habe vor ein paar Tagen Gentest gemacht. Ja, Antigentest. Antigentest gemacht, das war negativ. Ja, und so viel Außenkontakt haben wir nicht. Wir treffen niemanden. Also deswegen ist es bei uns die Wahrscheinlichkeit eben. Wobei, naja, Die Kinder gehen ja in die Schule, aber die tragen ja alle Masken und werden, unsere Kinder testen sich einmal in der Woche. Einmal in der Woche. Ja. Das heißt, ja, die Wahrscheinlichkeit ist ja nicht so hoch bei uns, aber trotzdem safety first. Und ja, dann, wenn es gut geht, dann fährt der Papa dann schon morgen in der Früh. Moment. Hallo? Perfekt, vielen lieben Dank. Wiederhören. Dame schickt mir jetzt das PDF und wir können es zu Hause ausdrucken, weil diese grünen Karten müssen nicht mehr grün sein. Aha. Heutzutage, hat sie gesagt. Also das ist super. Gut, hat man das auch geregelt. Gut, dass dir das eingefallen ist. Ja, sicher. Ja. Das heißt, der Papa fährt wahrscheinlich dann morgen in der Früh und somit sind ein paar Vorbereitungen, die wir jetzt heute jetzt machen müssen. Und ja, mal schauen. Wir nehmen euch eh mit. So, meine Lieben, fertig beim Frauenarzt und ja, jetzt bin ich glückliche Besitzerin einer Spirale. Das Einsetzen hat überhaupt nicht wehgetan, also für die Mamas da draußen, die eventuell auch sowas machen wollen, habt keine Angst. Ich hatte selber Angst. Der Frauenarzt hat mir aber immer gesagt, haben Sie keine Angst, das tut überhaupt nicht weh. Und es ist tatsächlich so, man spürt gar nichts. Also dieser Krebsabstrich, der gemacht wird, den finde ich persönlich ein bisschen unangenehm, dieses Kratzen da mit diesen Stäbchen. Aber das Einsetzen der Spirale, null davon mitbekommen, also wirklich null davon mitbekommen. Ja, und das hat jetzt 320 Euro gekostet und ist 5 Jahre lang gültig, oder wie sagt man? Haltbar, genau, 5 Jahre haltbar. Ja, somit alles richtig gemacht. Der kleine Mann ist hier bei mir. Ich habe ihn jetzt nämlich vorhin gestillt. Der Papa war jetzt nämlich auch gleich bei seinem PCR-Test. Und das Ergebnis bekommt er dann in 90 Minuten circa. Und deswegen, wenn alles passt, fährt er dann morgen los. Ist ein Mann vorbeigegangen, der ein bisschen komisch geschaut hat. Fahren wir jetzt oder was tust du? Papa? Bebe? Papa! Alle wir? Ja. Nimmst du den Kleinen? Nimmst du? Riecht gut? Ich gebe dir. Na, du kannst ihn dir anschauen, oder? So, fährt jetzt. Was haben die gesagt? 90 Minuten und kriegst du eine per E-Mail. Per E-Mail, okay.
Und ist das auf Englisch auch? Vermutlich, ja. Hast du nicht gefragt? Das ist eine Hausreise. Hast du gefragt? Ich habe gesagt, das ist für Reise. Ja. Ja. Passt, okay. Ja, meine Lieben, wir sind schon wieder zu Hause und der Papa macht sein Auto sauber, weil ich fix einen langen Weg. Ja, morgen geht's ja los, morgen in der Früh. Und deswegen ein bisschen Auto putzen. Wir waren auch ein bisschen einkaufen, ein paar Snacks. Für unterwegs hat er sich geholt, so Bananen, Cola, Haferflocken, Orangen. Und ja, ich werde jetzt diesen Vlog hier jetzt beenden. Ihr werdet auf jeden Fall sehen, was der Papa in Rumänien macht. Er nimmt nämlich die Kamera mit, auch den Laptop und wird ein bisschen euch auf dem Laufenden halten. Ich werde auch von zu Hause vloggen und werde hiermit quasi den Vlog beenden. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht, morgen dann. Also, ja, nicht morgen, morgen. Es kommt davon, wann ihr das Video seht, egal. Auf jeden Fall, der Papa wird dann morgen auch gleich mit vloggen, wenn er losfährt. Und ja, so viel von uns. Also, bis zum nächsten Mal. Bis morgen. Bis morgen. Na gut, bis dann.